Hey Skatfreunde, frohe Ostern wünsche ich euch und habe auch eine kleine Osterverteilung mitgebracht, mit der ich nochmal an die Fragestellung von letzter Woche anschließen möchte. Trumpf von oben oder von unten als Alleinspieler, was ist hier richtig? Und ich sagte es bereits, es kommt drauf an. Es ist also im Prinzip jedes Mal anders, aber es gibt natürlich gewisse Standardsituationen, Verteilungen, die immer irgendwie so oder so ähnlich wiederkommen. Und da habe ich heute mal wieder eine rausgesucht, von der ich häufig sehe, dass sie aus meiner Sicht nicht so besonders stark vorgetragen wird. Stellt euch also vor, ihr sitzt in Vorhand mit folgendem schönen Blatt, die beiden schwarzen Buben, zum Beispiel Herz 10 zu dritt, Kreuz Ass 10, König Lusche und dann noch zweimal Gemüse an der Seite. Da werdet ihr sicher Karo König und Pik Lusche drücken. Und dann das Herzspiel ansagen. Das Herzspiel ist jedenfalls eine Klasse besser als das Kreuzspiel. Wenn ihr nicht gegen 5 Trumpf lauft, dann solltet ihr hier höchstens 3 Stiche abgeben. Und ganz häufig sehe ich, dass dieses Spiel, weil es ja auch so schön einfach dann zu überschauen ist, mit Trumpf von oben gestartet wird. Also zum Beispiel Pik Bube, was könnte fallen? Trumpf Lusche, Trumpf Lusche. Ihr seid immer noch am Stich, zieht den nächsten Buben hinterher. Es fällt vielleicht Herzbube, Karobube und jetzt könnt ihr wunderbar Trumpf rausspielen und hofft natürlich, dass Trumpf 3-3 steht. So, wenn es gut geht, habt ihr natürlich leicht gewonnen. Es geht aber nicht immer gut und dann könnte es natürlich passieren, dass hier erstmal gewimmelt wird. Karo Ass, Trumpf König, 15 Augen. Und jetzt hat dieses Spiel auch noch folgendes kleine Problem, dass der Spieler hier mit den 4 Trümpfen schon eine ganze Menge Informationen hat. Und wenn es jetzt richtig dicke für euch kommt, dann spielt er jetzt vielleicht einen Pik Vollen, etwa das Ass, oder er spielt vielleicht auch eben die scharfe 10, weil er schon ahnt, dass er gegen das Pik Ass bei euch nicht gewinnen kann. Und es fällt hier tatsächlich auf die blanke Lusche dieser 21er Stich. Dann sind das schon 36 und nun spielt der Spieler tatsächlich hier vielleicht die Farbe hinterher, wo er die Wimmlung bekommen hat. Karo Dame etwa, ihr stecht und müsst jetzt über die Dörfer gehen. Und euer Plan ist ja insofern noch intakt, als die Gegner erst 2 Stiche haben und auch nur noch einen bekommen werden. Das einzig Doofe ist eben, bei 36 liegen könnt ihr jetzt ganz leicht das Spiel verlieren. Entweder etwa, wenn jetzt der Spieler mit dem Trumpf Ass Kreuz 10 und Dame stechen würde, aber eben auch, wenn dieser Spieler etwa die Kreuz 10 ganz einfach noch mit der Kreuz Dame bedienen muss, denn jetzt ist ja auch für seinen Partner alles klar. Auf den Kreuz König wird er die Karo 10 reinhauen und es kommt das Trumpf Ass. Das heißt, ihr habt nur die 3 Stiche abgegeben. Trotzdem hat die Gegenpartei jetzt leider hier 61 Augen erreicht. Gehen wir also nochmal zurück. Wenn Trumpf von oben nicht so günstig war, was liegt da näher, als es jetzt mal von unten zu versuchen? Wir eröffnen das Spiel also stattdessen mit der Trumpflusche und kommen möglicherweise im ersten Stich hier erstmal in Mittelhand. Es fällt nur der Trumpfkönig, das signalisiert uns schon, dass 4 Trumpf stehen. Aber so meinen wir, das Problem haben wir ja jetzt im Griff, denn mit 3 Stichen wird die Gegenpartei einfach nicht hinkommen. Jetzt folgt allerdings zu unserem Unglück Pik 10, Pik Lusche und Pik Lusche und da sehen wir schon, in Hinterhand sitzt wohl nur ein Pik, deswegen die Pik 7 und auch nur die Pik 10. Es könnte hier auch anders fallen, das Pik Ass könnte kommen, hinten die Dame. Worauf ich hinaus will, ist jetzt eine andere Drohung plötzlich im Spiel, und zwar die, dass ein Überstich hinter euch sitzt und dass ihr dadurch dann noch einen weiteren Stich abgibt, beziehungsweise wenn jetzt hinten der Zweitrümpfer übersticht, dann bekommt ihr ein echtes Tempoproblem. Dann könnt ihr euch jetzt schon überlegen, vielleicht nur vorsichtig mit der Dame stechen. Dann wird mit dem Herzbuben vielleicht übergestochen, der hier zu zweit saß, und dann kommt ganz sicher sowas auf den Tisch wie Karo 10 Lusche oder sowas oder auch Karo Lusche König oder irgendwie so. Und jetzt hängt ihr einfach hier und euer ganzes Spiel fliegt euch auseinander, denn sind noch 3 Trümpfe draußen, die jetzt in einer Hand stehen. Und dann habt ihr ein Riesenproblem und werdet das Spiel auch nicht gewinnen. Ihr könnt die Situation auch nicht retten, indem ihr einfach vorher einfach das Pik Ass jetzt mit dem Buben stecht. Könnt ihr natürlich machen. Allerdings
Wenn ihr den eben jetzt festhaltet, dann hättet ihr auch gleich drum von oben ziehen können, denn auch jetzt wird euch gegen die drei Trümpfe in einer Hand das Spiel auseinanderfliegen. Es braucht ja der Mann, der jetzt noch Trumpf Ass und Bube macht, wenn ihr jetzt danach etwa dann von oben noch einmal zieht, der braucht ja einfach nicht mal stechen, der kann einfach eure vier Kreuze mit abschmeißen und nimmt dann eure 13 Augen am Ende mit seinen 13 Augen, 26, 2 Wimmlungen und die 14 Liegen sind auch wieder 60. Also ihr habt es dann wieder geschafft, gegen eine Trumpf 4 zu 2 Verteilung dieses Spiel zu verlieren. Gehen wir also ein drittes Mal zurück auf Los, denn es muss doch eine Lösung geben, um dieses Riesenspiel gegen eine gar nicht ganz so extreme Trumpf 4 zu 2 Verteilung sicher, also gegen alle möglichen Varianten zu gewinnen. Und ich denke mal, ihr habt es jetzt vielleicht auch schon gesehen, hoffe ich doch, natürlich gibt es diese Lösung. Und diese Lösung sieht wie folgt aus. Einmal von oben, dann fällt zum Beispiel Trumpf Lusche und Trumpf Lusche und jetzt Trumpf von unten und dann kann etwa Folgendes passieren. Herz Bube und Trumpf König, an dem Stich könnt ihr schon wunderbar sehen, dass hier irgendwo die vier Trümpfe sitzen. Das braucht euch aber jetzt nicht mehr zu stören, denn ihr werdet jetzt nur drei Stiche abgeben und selbst im ungünstigsten Fall könnt ihr das Spiel eben nicht mehr verlieren. Das Wichtige war, durch den Zug einmal von oben habt ihr die Drohung abgewehrt, dass der Zweitrümpfer zum Überstich kommt. Wir gehen das hier einfach nochmal durch, ist ja gut behauptet. Es kann natürlich trotzdem noch wirklich doof laufen. Pik Ass und 10 sind dann 27 und auf den nachgespielten Pik könnte etwa hier eine Kreuz-Lusche abgeworfen werden. Da würdet ihr jetzt stechen. Weil noch zwei Kreuz fehlen, könnt ihr es euch leisten, erstmal zu überprüfen, ob die Trümpfe tatsächlich so ungünstig stehen. Das ist auch der Fall. Dann müsst ihr jetzt über die Dörfer und hier fällt noch einmal die Kreuz-Dame mit. Und selbst wenn die Gegner jetzt eben alles richtig machen, auf die Kreuz 10 jetzt hier gewimmelt wird, Karo Ass und Trumpf Ass, noch ein richtig fetter 32er Stich draußen ist, dann reicht es eben nur für 59 und ihr habt das Spiel souverän und vor allen Dingen ganz sicher gewonnen. Dieses Motiv, einmal Trumpf von oben, dann Trumpf von unten, das lässt sich bei so manchen 5-Trümpfer sinnvoll einsetzen, auch ab und an noch bei einem 6-Trümpfer. Und für die mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten sehe ich es eigentlich viel zu selten. Im Spitzenskat wird es oft mal so gespielt, sonst aber wenig. Ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen die Augen öffnen konnte und ihr das auch mal anwendet. Allerdings immer mit Augenmaß, wenn ihr etwa die gleiche Karte in Mittelhand habt und dann zuerst stechen musstet, dann geht der Plan schon wieder nicht mehr auf vom Tempo. Also am Ende bleibt es dabei, es kommt doch immer auf die Situation an. So, nun verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr bekommt viele schöne Ostereier, so wie ich hier. Habt ein schönes Fest. Vielleicht findet ihr ja auch sogar noch sowas. Und ja, wenn es eure Lieben richtig gut mit euch meinen, dann findet ihr ja vielleicht sogar noch hier sowas. Und das wünsche ich euch natürlich. Und bis wir uns dann wiedersehen, wünsche ich euch dazu noch Good Blood.